Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute haben wir was ganz Besonderes vor. Alessa und ich kriegen nämlich heute ein Tattoo. Und eigentlich war unser Termin schon im Januar. Aber ja, wegen Corona musste leider der Termin verschoben werden. Und deshalb ist er jetzt erst heute. Aber wir freuen uns mega drauf. Und ich dachte, ich nehme euch heute Morgen einfach noch ein bisschen mit. Also unser Termin ist erst heute Nachmittag. Und ja, ich wollte jetzt gleich mal eine Runde Sport machen, bevor es so heiß wird. Also heute soll es 34 Grad werden, gestern waren es glaube ich 32, also ist richtig krass. Ja, wir haben jetzt gerade 20 vor 8 und ja, ist noch relativ kühl. Dann dachte ich, nutze ich das und mache ein kleines Workout. Und ja, ich nehme euch einfach ein bisschen mit und wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Vlog. Ich war jetzt schon duschen und habe mich ein bisschen fertig gemacht. Mein Workout ist leider etwas kürzer ausgefallen. Ich habe einfach so ein Dance-Workout gemacht. Ja, ich habe leider ein bisschen Muskelkater. Am Wochenende war mein Junggesellenabschied und wir haben Pole Dance gemacht. Und da habe ich jetzt noch ein bisschen die Nachwirkung gespürt. Aber ja, wenigstens habe ich ein bisschen was gemacht. Und genau, apropos Junggesellenabschied. Alessa ist ja meine Trauzeugin. Jetzt ist alles organisiert. Ich habe mich mega gefreut, war richtig cool. Natürlich konnte ich nicht alle meine Freundinnen mitnehmen, gerade wegen Corona. Da wären wir halt fast 20 Leute gewesen. Das war halt leider einfach nicht möglich. Aber so mit den Mitteln, was ging, hat sie auf jeden Fall das Beste draus gemacht. Also es war richtig, richtig schön. Und ja, war ich, also. Eigentlich der perfekte Junggesellenabschied. Und bis zur Hochzeit ist jetzt auch nicht mehr lange. Also nächste Woche haben wir schon unsere standesamtliche Hochzeit. Ich bin auch schon voll aufgeregt und ich freue mich. Und morgen kann ich mein Brautkleid abholen. Ich hoffe, dass das dann passt, dass ich nicht irgendwie zu oder abgenommen habe. Aber ja, ich denke mal, das wird schon passen. Ich freue mich auf jeden Fall, es morgen nochmal anziehen zu dürfen. Genau. Wie gesagt, ich habe mich jetzt ein bisschen frisch gemacht, habe geduscht. Ich werde jetzt mit Sky Gassi gehen und dann muss ich ein paar Sachen einkaufen. So, der Einkauf ist verstaut. Ich werde jetzt noch ein bisschen Wäsche machen, aufräumen und so. Haushalt halt ein bisschen und dann werde ich mir was zu essen machen und dann muss ich in die Uni. Kann ich euch leider nicht mitnehmen, weil ich studiere Kunst und ich bin heute in der Werkstatt. Und da ist es halt immer mega staubig und dreckig und da will ich die Kamera nicht unbedingt mitnehmen. Deshalb werde ich mich wahrscheinlich erst wieder danach melden und dann ist auch Alessa hier. Und dann fahren wir los zu unserem Tattoo-Termin. Und dann können wir ja nochmal ein bisschen erklären, was wir vorhaben und ja, wie es dazu kam, dass wir uns ein Tattoo stechen lassen. Also dann bis später. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Da ist Alessa. Hi! Und ich habe ja gemeint, wir können ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, dass wir uns ein Tattoo stechen lassen. Ja, eigentlich war das schon vor, ich glaube, 6 Jahren, weil ja. Als du 18 wurdest, hast du gesagt, okay, wir lassen uns ein Tattoo stechen. Ja, genau. Genau, als ich 18 wurde, wollte ich mir ein Tattoo stechen lassen und wir wollten halt gerne ein Geschwister-Tattoo. Aber wir konnten uns die ganze Zeit nicht entscheiden für ein Motiv. Und für einen Tätowierer und ja. Ja, wobei wir das Motiv eigentlich relativ schnell dann hatten, oder? Ja. Aber wir dachten immer, ja, okay, vielleicht doch nicht. Ja, es war dann immer so, ja, wir machen es. Aber irgendwie kam halt nie so der Entschluss, okay, wir machen jetzt einen Termin. Ja.
Und dann sind wir halt auf eine Seite gestoßen. Ich glaube, ich habe sie entdeckt und habe sie Alessa geschickt und sie hat gesagt, ich kenne die schon. Ja. Das ist die Lena Tattoo Art. Wir können sie mal später mal fragen, ob wir es verlinken dürfen, aber bestimmt. Könnt ihr bestimmt mal ihr Instagram. In 10 Kilometer links halten auf, B10 Richtung Saarbrücken. Auschecken. Genau. Und das Motiv, sollen wir es schon verraten oder dann? Kannst du ja so sagen, was für eine Richtung es okay, geht. Also es sind auf jeden Fall zwei Blumen. Genau. Aber das Außenrum werdet ihr dann sehen und wir wissen auch noch nicht genau, wie es aussieht, weil die Lena uns es zeichnen wollt und dann entscheiden wir uns dann für das endgültige Motiv dann dort. Ja, für mich ist es ja jetzt das erste. Oh. Ja, ich habe schon ein kleines Tattoo. Ja. Aber auch noch nicht lange? Nee, erst seit 3 Wochen. Also ja. Gleich Vollgas. Ja. Durch Corona wurde das halt alles verschoben. Ja, stimmt. Hast du gesagt, dass wir eigentlich schon im Januar Termin hätten? Nee, also genau, wir haben im Oktober haben wir den Termin gemacht und haben dann erst im Januar einen gekriegt. Und dann ja, war halt die Pandemie, ne? Ja, weil ich dachte noch so schlau, oder wir dachten noch, ja okay, wir machen es im Winter, weil man soll ja dann nicht in die Sonne, nicht ins Schwimmbad etc. Ja, jetzt ist natürlich hier heute 35 Grad und man wird am liebsten ins Wasser gehen. Ich fahre in 2-3 Wochen in Urlaub, also ich hoffe, es macht dem Tattoo nicht zu viel. Ja, naja, was soll man machen? Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Oh ja. Ja, wir fahren jetzt mal weiter. Like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, though you know when I won't wait. Hey, get it, hey, get up, get it, hey. Hey, get it, hey, get up, get it, hey. Wir sind wieder zu Hause und mega, mega, mega happy. Ja, es ist echt super, super schön geworden. Also genauso eigentlich, wie wir es uns vorgestellt haben. Und sie war auch so lieb. Also wir haben sie euch mal verlinkt nach unten. Da könnt ihr gerne schauen auf Instagram, was sie so hochlädt. Und wir folgen ihr beide schon super lang. Deswegen waren wir uns auch zu 100% sicher, dass wir dorthin wollen. Ne? Ja, und im Endeffekt hat sich bestätigt. Also ja, es hat auch wirklich... also bei mir ist es das erste Tattoo, bei ihr jetzt ist es das zweite, aber es hat wirklich gar nicht weh gemacht. Also ich könnte es jetzt nicht als Schmerz beschreiben, sondern halt einfach so ein Petzen oder so ein Stechen. Aber es war super angenehm und man konnte gut entspannen. Also ja, ja. Eigentlich hätte es nicht besser laufen können. Ja, echt so. Ja. Gut, dann beenden wir jetzt den Vlog. Wir machen beide jeweils noch Abendessen und dann auf die Couch, weil bei der Hitze ist nicht mehr drin. So, Gehirn ist schon aus. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.